Sie war, das ist Herr Rombach, meine Tochter. Grüß Gott. Herr Rombach kauft unseren Windbruch für die Firma Wenzel. Wenn Sie das nächste Mal Ihr Holz einkaufen, Herr Rombach, dann müssen Sie mit ihr verhandeln. Und glauben Sie mir, das ist nicht so einfach wie mit mir. Es wird mir ein Vergnügen sein. Ach, Herr Baron, es ist noch ein bisschen spät geworden. Ich muss leider fahren. Wiederschauen. Wiederschauen. Man kann sagen, was man will. Vom Wald versteht er was. Sie haben Besuch? Darf ich bekannt machen? Hallo, Gerd. Hallo, Ritter. Silva von Bernried. Grüß Gott. Grüß Gott. Ach ja. Grüß Gott. Ja, ich will nicht weiter stören. Nein. Auf uns? Es war niemand da. Aber auf dem Boden lag dieses Foto von der Frau. Kennen Sie die Dame? Das ist meine verstorbene Frau. Andreas Mutter, Entschuldigung. Andrea? Andrea! Silva, aber das kann nur meine Tochter gewesen sein. Ich versuche sie zu finden. Ich fahre nur mal rasch zum Bahnhof. Gerade habe ich mir gedacht, es wäre herrlich, wenn Martin Rombach jetzt vorbeikäme. Wissen Sie, wo ich gerade war? Nein. In Passau. Mhm. Ich habe schon ein paar Mal versucht, Sie zu erreichen. Ich wollte mich gern noch mal für das verpatzte Wochenende entschuldigen. Ist doch Quatsch. Das ist Martin Rombach. Er ist Förster hier in Küblach. Ja, richtig. Jetzt erinnere ich mich. Sobrigen. Erik bespricht gerade die letzten Einzelheiten der fälligen Schlossrestaurierung mit meinem Vater. Unter anderem. Silber, wollen wir? Ja. Martin, was halten Sie davon? Kommen Sie heute Abend zum Abendessen. Ich rechne fest mit Ihnen. Um 8. Sie sind eine wunderschöne Frau, Silber. Martin. Und Sie sind einer der aufrichtigsten, nettesten und geradlinigsten Männer, die ich überhaupt jemals kennengelernt habe. Warum umarmst du mich nicht? Hier in der Küche. Oh, warum nicht? Ich scheine geradezu prädestiniert zu sein für prosaische Örtlichkeiten. Heute bekam ich einen Heiratsantrag mitten auf einem Parkplatz. Von Dr. Zurbriggen? Ja. Und, darf man gratulieren? Die Ente ist fertig. Wir können anfangen. Wer hat die meisten Schrotkugeln? Oh, ich habe 3. Aha. Erik? Erik? Auch 3. Martin? 4. Ich habe 2. Weißt du noch, Papa? Früher hat auch immer derjenige, der die meisten Schrotkugeln in seiner Wildente gefunden hat, sich etwas wünschen dürfen. Ja, ich erinnere mich. Mein Gott, ist das lange her. Aber wir hatten immer viel Spaß daran. Also, Martin, wünschen Sie sich etwas? Was haben Sie sich vorher gewünscht, Martin? Geben Sie sich eine Mühe, ich sag's Ihnen selber. Bitte. Ich habe keine Lust, mich lächerlich zu machen. Sagen Sie mal bitte, was Sie sich vorher gewünscht haben.
nicht direkt gewünscht. Ich habe versucht, mir etwas vorzustellen. Und was? Muss ich das sagen? Ich hab nichts gegen ihn, lieber Papa. Wirklich nicht. Herrgott nochmal, dann werde doch endlich seine Frau. Um dich das zu fragen, war er ja schließlich hier. Ja. Und? Weißt du, seine Rastlosigkeit macht mir Angst. Ist das Rombach? Es wäre eine geradezu aberwitzige Liaison. Völlig absurd. Warum? Weil er keine Immobilienfirma hat? Keine Yacht? Eine Villa in Gras mit Carrara-Marmor, keinen Jaguar und vor allen Dingen kein Geld, um dieses Schloss hier wieder aufzumöbeln. Silva. Ist dir entgangen, welche Ruhe von Martin Rombach ausgeht? Wie viele Menschen gibt es denn, bei denen man sich so absolut geborgen fühlen kann? Kennst du einen? Ein bisschen schwierig dort, Moment. Ja, der ganze Himmel ist voll davon. Können Sie den großen Wagen erkennen? Ja. Vorderes Rad, links unten. Ja. Dass Sie ja nicht den falschen Stern angucken. Haben Sie es? Ja. Eigentlich Dr. Zurbrücken? Oh, ausgezeichnet. Aber ich nehme an, dass sein Immobilienimperium auch nicht zusammenbrechen wird, wenn ich nicht da bin. Es war nicht meine Welt, Martin. Dann hat Küblach sie wieder. Mein ehemaliger Chef hat mich in Cannes unten ausfindig gemacht und mich überredet, wieder ins Hotelmanagement zurückzukehren. Silvan. Ja? Auf was warten Sie eigentlich? Wieso? Ja, vor ein paar Wochen klingelte nachts bei mir das Telefon und es wollte sich jemand mit mir gemeinsam den nächtlichen Sternenhimmel ansehen. Martin, das werfen Sie mir doch bitte jetzt nicht vor. Ich hatte einfach Sehnsucht nach Ihnen. Und jetzt sehen wir uns endlich wieder und reden über meine Tochter, über Dr. Zurbrücken, über alles Mögliche. Nur nicht über uns. Wissen Sie, wenn ich weg bin, dann habe ich immer irgendwie das Gefühl, ich muss nach Hause. Und wenn ich hier zu Hause bin, dann ich bin halt ein verrückter, freier Vogel. Silva, ich glaube, wir sollten gute Freunde bleiben und die Sterne lassen, wo sie sind. Auf unsere Freundschaft. Und schon wieder ein gebrochenes Herz. Nicht umsonst reimt sich Herz auf Schmerz. Wut, Verzweiflung, Leid und Frust. Ach, hätte ich doch noch vorher schon Bescheid gewusst. Ach, hätte ich doch noch vorher schon Bescheid gewusst. Warum hat es gerade mit dir nicht geklappt, Mann? Wir haben doch beide echt ne gute Zeit gehabt. Am Anfang war ich noch außer Rand und Band und bin dann volle Kanne gegen die Wand gerannt. Wär das ein Kinofilm, hätte ich dich bestimmt gekriegt. Aber so wie im Kino ist es ja nicht. Und wie oft bist du schon im Kino eingepennt und hast was verpasst? Das Happy End.